mixt man eigentlich Frozen Cocktails? Und zwar, hier ist die Reihenfolge unglaublich wichtig. Wir fangen zunächst mit dem Blenderkopf an. Und zwar, das allererste, was wir in den Blenderkopf geben, sind unsere festen Bestandteile. Und heute habe ich Lust auf Himbeeren und Blaubeeren. Die geben wir zunächst in den Blender und dann vermixen wir sie mit den weiteren Zutaten. Zum Beispiel etwas Saft, Spirituose, Säure, Zucker, x-beliebig. Jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir ohne Eis die ganze Masse bereits einmal in Bewegung bringen. Denn wenn wir jetzt bereits die festen Bestandteile vermixen, können wir sicher sein, dass wir Farbe, Aroma und Geschmack aus der Frucht bekommen. Jetzt ist es ebenso wichtig, tatsächlich einmal reinzugucken, um zu sehen, ob wir wirklich die Himbeere und auch die Heidelbeere total miteinander verblendet haben. Und das ist der Fall. Nun geben wir die gewünschte Menge Eis hinzu. Wenn der Blender jetzt schon wirklich richtig arbeitet, nehmen wir den einmal runter und schütteln das Ganze noch einmal auf. So gewährleisten wir, dass auch die festen Bestandteile und oben die letzte Flüssigkeit sich komplett noch einmal miteinander vermengt und vermischt und geben dem Ganzen noch einmal einen kurzen Anstoß. Jetzt haben wir wirklich die perfekte Masse. Sie wird glatt sein und sie wird definitiv auch ausreichend sein und sie ist auch fest. Wir sehen tatsächlich hier, dass die Flüssigkeit nämlich in sich komplett fest ist, so wie wir sie haben möchten. Und jetzt empfiehlt sich das wie folgt. Wir greifen den Blender einmal so fest, damit wir die Möglichkeit haben, mit der linken Hand hinten zu klopfen, sodass wir genau gewährleisten können und justieren können, wie viel Masse wir aus dem Mixer hinausklopfen. So gewährleisten wir auch eine ideale Aufteilung und haben zwei wunderschöne Frozen Drinks gezaubert. Das Ganze können wir jetzt sicherlich noch mit der jeweiligen Frucht garnieren und haben einen bezaubernden Frozen Cocktail kreiert.